Was geht, Leute? Hier ist wieder ADG von der Doppelsprosse und ich meditiere jetzt schön im Wald hier und tanke schön Terpene auf, gute Chlorophylldüfte und natürlich hier schön auf der Wiese erden. Ja. Das ist das Beste hier im Wald, hier bist du geschützt vor allen Strahlen, vor radioaktiven Strahlen, umweltschädlichen Strahlen und ja. Darum ist es so wichtig, jeden Tag in den Wald zu gehen, ja. Sie neue Luft zu tanken, sich zu erden, auf neue Gedanken zu kommen und sich besser noch zu entfalten, ja. Vom Körper, vom Geist, von der Seele, ja. Viele Leute gehen überhaupt gar nicht spazieren im Wald, ja. Ich sehe so wenige Leute im Wald einfach, ja. Das ist unglaublich, ja. Die meisten Leute sind immer in der Stadt, ja. In der frequenzgeplagten Stadt, ja, und regen sich über alle Sachen auf. Und hier im Wald merke ich, du hast deine Ruhe von allen Sachen. Du hörst nur die Windgeräusche von den Blättern, siehst die schönen atemberaubenden Äste, Bäume, Wurzeln, ja, und wenn du auf dem Boden meditierst, erdest du dich auch mit dem Boden, ja. Du wirst verwurzelt wie mit dem Boden, ja. Ist so. Wenn du zum Beispiel dann noch barfuß gehst, optimal, ja. Mache ich ja immer. Und da spürst du die Verwurzelung mit dem Boden, ja. Und das ist ganz wichtig, ja. Weil der Baum hat ja auch eine Wurzel, ja. Und wenn wir uns selber auch verwurzeln, kann unser ganzer Körper und sogar unser Darm und unseres Gehirn noch besser verwurzelt werden, ja, weil der Darm ist die Wurzel unseres Körpers, ja. Und wenn wir dann noch uns erden mit den Füßen, ist die Verwurzelung noch besser. Das heißt, die Füße, der Darm ist ja auch so, die Fußsohlen, der Dickdarm und die Augen arbeiten ja zusammen, die drei Körperteile sozusagen, ja, sind eigentlich in einem Strang zusammen. Und wenn eine Fehlfunktion davon ist gegeben, bemerkst du es sofort auf deinem Darm oder auf deinen Augen, einen Augendruck, oder du bemerkst irgendwie, dass deine Fußsohlen mehr Schimmelpilz bekommen oder so. Ja? Das bemerkst du. Wenn du aber alle drei positiv hast, die Fußsohlen, dein Dickdarm, Darm, sag ich mal, und deine Augenfunktion noch optimal ist, dann hast du perfekte Erdung, perfekte Verwurzelung. Ja? Deswegen sind die drei, diese drei Sinnesorgane, ja gut, keine Sinnesorgane, aber Organe und Körperteile, sehr, sehr wichtig, ja, für die Funktion, dass du gesund bist. Ja, sind sehr, sehr wichtig. Und darum ist es auch wichtig, jeden Tag sich, sag ich mal, bewusst zu ernähren, bewusst fermentierte Sachen zu verzehren, ja, damit dein Darm gut saniert ist, ja. Deine Darmflora aktiv funktioniert, damit deine Augen, deine Gehirnfunktion perfekt funktionieren und natürlich das regelmäßige Erden auf dem Boden, damit auch deine Füße sich besser noch, sag ich mal, deelektrisieren. Das heißt, auf dem Boden kannst du dich mehr, sag ich mal, kannst du mehr abschalten, ja, und du gibst Elektronen ab und tankst dann wieder positive auf. Gibst die negativen ab, tankst wieder die positiven auf. Ja. Das heißt, die alten positiven, negativen, die du in der Wohnung, zum Beispiel bei, sag ich mal, einem PC oder irgendwo an einem radiofrequenzten Ort oder in der Stadt aufgetankt hast, kannst du wieder im Wald wieder abbauen und mit positiver Kraft wieder auftanken. Ja. Darum ist es so wichtig, immer regelmäßig in den Wald zu spazieren. Ja. Weil damit förderst du echt deine Gesundheit. Ich weiß, das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber wenn du dir bewusst bist, dann weißt du, wie du deine Gesundheit förderst. Ja? Du förderst nur deine Gesundheit mit Bewegung, Entspannung, Fasten, ja, Fasten und viel rausgehen. Generell in der Regel, Nahrung bringt sehr wenig für deine Gesundheit. Es muss schon die richtige Nahrung sein. Bewusste Nahrung, richtige Nahrung, Rohkost, fermentierte Rohkost, ja, sowas, lebendige Nahrung, die deinen Körper belebt, so eine Nahrung, oder fermentierte Getränke,
Säfte. Ja? Wenn du das verzehrst, dann bist du auch lebendig. Und dann merkst du auch die Lebendigkeit. Dein Geist wird lebendig, deine Seele eröffnet sich wieder. Dein Geist wird klar. Du fühlst wieder Gotteskräfte. Du bemerkst alles in deiner Umgebung. Und du weißt, was du redest. Du weißt, was du erzählst endlich. Du vergisst es endlich nicht mehr. Früher war ich mir immer so unbewusst, was ich immer gemacht habe, ja? Was ich früher gegessen habe. Ja? Habe ich alles vergessen. Ja? Ich wusste gar nicht, ist das gesund? Ich habe immer gesagt, das ist gesund. Das ist, ja? Aber jetzt weiß ich, das ist überhaupt gar nicht gesund, was ich früher verzehrt habe in meiner Kochkostzeit. Ja? Wenn du das weißt, wenn du dir das bewusst bist, was wirklich wahre Gesundheit heißt, ja? Viel Bewegung, viel Fasten, viel Erden, ja, dann weißt du, was wirklich Gesundheit heißt, ja. Alles andere ist nicht gesund, ja. Wenn du meinst, ja, Reis ist doch gesund, Fleisch ist doch gesund, ja, aber nicht gesund, wenn es gekocht ist, ja. Ja. Dann ist es verschleimt alles, ja. Und das nimmst du auf und das sind sozusagen erdige Stoffe, die du in deinem Körper aufnimmst, ja, die dich niedermachen sogar, ja. Wenn du aber nicht erdende Stoffe nimmst, Himmelsnahrung beispielsweise, zum Beispiel Äpfel, ja, die auf Baum hängen, ja, das ist eine Himmelsnahrung. Oder wenn du Cashewkerne einweichst, dann fermentierst und dann den Joghurt machst, dann ist es auch eine lebendige Nahrung, weil es eine Himmelsnahrung ist. Eigentlich alle erdigen Stoffe, ja, sage ich mal, alle, die auf dem Boden gewachsen sind, sind eigentlich gar nicht unsere Nahrung. Das ist zum Beispiel Reis, Weizen, Dinkel und so alles, ja. Solche Sachen, ja, sollte man eigentlich gar nicht verzehren, außer wenn man klug ist und es natürlich fermentiert und natürlich Getränke draus macht. Dann ist es klar wieder was anderes. Dann ist es wieder was Lebendiges, weil es schwimmt in der Masse, also fliegt es wieder und es ist wieder eine Himmelsnahrung, ja, weil es wieder lebendig wird. Ja. Aber der tote Korn, wenn du den so verzehrst, rein gar nichts bringt er dir. Rein gar nichts, ja. Deswegen musst du ihn aktivieren, damit er wieder lebendig wird. Ein lebendiger Korn bringt viel mehr als wie ein inaktiver Korn. Ja? Das ist auch bei einem Buchweizen. Oder bei jeder Art von Kern, Saat, Korn. Ja? Wenn du sie einweichst, fermentierst, ja? Die Phytinsäure abgebaut ist, alle Phytate, alle Hemmstoffe, alle Schleimstoffe, ja? Dann ist es wieder lebendig. Ja? Und dann ist es auch wieder verzehrbar, weil du es natürlich selber verarbeitet hast, ja, weil du es wieder besser verarbeitet hast, ja. Das ist gar keine schlimme Nahrung. Aber wenn du den toten Korn so verzehrst und kocht beispielsweise, ja, ja, oder zum Beispiel gebacken oder gegrillt irgendwas, ja, dann ist es schädigend für den Körper, ja, weil es wie eine Flamme ist, ja, ja. Eine Flamme, wie bewegt sie sich auf den Körper? Extrem heiß, ja. Wenn du zum Beispiel eine glühende Glut jetzt verschlucken würdest, Alter, deine Organe würden ausrasten, ne? Dein Hals wird ausrasten, ne? Brutal, ja? Und so ist es auch bei der Kochkost, ja? Ja, die Kochkost ist tot, ja? Sie ist vielleicht schon kühl, aber das Problem, sie verstoffwechselt in deinen Körper zu Schlacken, ne? Und das ist das große Problem an Krankheiten. Dadurch entstehen die meisten Krankheiten, ne? Wir haben die Fermentation, wie wir früher eigentlich unsere ganzen alten Vorfahren, über 1000 Jahren schon, ja, alles verlernt. Jeder Mensch hat es verlernt. Wir sind nur noch hier an Geschmäcker gewohnt. Ja. Aber ich sag dir, Fermentationsgeschmäcker schmecken noch geiler als die kochköstlichen Geschmäcker, muss ich dir ehrlich sagen. Schmeckt noch geiler, ja, weil es so fermentiert säuerlich ist. Ja. Das ist noch geiler, der Geschmack. Glaub mir das, ja. Ja, du meinst, ja, dieses Süße, meinst du, das verstoffwechselt basisch? Nein, verstoffwechselt überhaupt gar nicht basisch, sondern säuerlich, ja. Du meinst, deine Süßigkeiten, deine, sag ich mal, Kochkost, ja, beispielsweise Nudeln, ja, die schmeckt noch süß, basisch. Nein, falsch gedacht. Verstoffwechselt alles säuerlich, auch deine Brötchen, die süß, basisch schmecken, ja. Ja, jeder basische Geschmack, ja, gut, außer, sag ich mal, bei Früchten oder Gemüse oder so, ja, das ist die einzigste Form oder Sprossen. Aber der Rest, ja, was alles gekocht ist, ja, und basisch schmeckt, verstoffwechselt säuerlich. Das heißt aber, wenn du säuerliche, basische Lebensmittel verzehrst, kannst du auch gute, basische
basische, natürliche, neutrale Nahrung zu dir verzehren, zum Beispiel Rohkost, ja, gibt es auch sehr viele Formen davon, ja. Die verstoffwechselst du natürlich dann auch basisch auf deinem Körper, natürlich nur die guten Formen, ja. Das aber unterscheiden halt sehr viele Leute ganz falsch, ja, weil zum Beispiel, wenn sie eine Zitrone essen oder wenn sie einen Sprossen essen, ja, schmeckt das denen nicht, ja, aber es ist natürlich basisch, ja, basische Form, verstoffwechselt auch basisch deinem Körper. Und eine Verstoffwechselung ist sehr wichtig für deinen Körper. Warum? Weil es auf dein Gemüt eingeht. Das heißt, wenn du sehr viel sauer isst, also verstoffwechselnde, saubere Nahrung, ja, das heißt, es schmeckt basisch, aber es verstoffwechselt säuerlich, dann wirst du auch säuerlich, sauer. Dann wirst du halt aggressiv, wirst du sehr, ja, immer ungeduldig. Wenn du aber umgekehrt die Nahrung isst, sage ich mal, sehr viel basische Nahrung, ja, die auch neutral ist oder säuerlich, ja, aber verstoffwechselt basisch, belebt es deinen Körper. Und du hast weniger Probleme im Körper, weniger Gedankenprobleme und du bist glücklicher. Ja. Das können halt die Leute nicht mehr so unterscheiden, ja, weil wir leben hier in einer, ja, unkontrollierten Welt, wo die Lüste, die Genüsse falsch realisiert werden auf unserem Gaumen. Wir meinen, ja, die Cola schmeckt doch basisch, verstoffwechselt aber säuerlich. Ja, wir bemerken, das Hühnchen schmeckt doch basisch, verstoffwechselt aber säuerlich. Ja, wir bemerken, die Nudeln schmecken doch basisch, aber verstoffwechselt säuerlich. Ja. Unser Gaumen bemerkt nur das Basische, aber letztendlich wird alles säuerlich verstoffwechselt. Das heißt, wir wissen nicht, was eigentlich dieses Produkt mit uns bewirkt. Viele wissen es nicht. Ja. Und da musst du dir mal den Kopf endlich mal umstellen, dass du mal klüger wirst, intelligenter wirst und endlich mal auf den Haken kommst, dass diese Nahrung dich immer sauer macht, dir immer Probleme führt. Ja. Wenn du aber eine andere Nahrung verzehrst mal, mehr basische Kost, ja, die aber halt verstoffwechselnd, ja, sage ich mal, verstoffwechselnd basisch, ja, sich umwandelt in deinem Körper, wird sie dich auch viel mehr beleben und weniger Probleme werden entstehen in den Kopf. Ja. Das Problem, wir verstehen es einfach nicht. Wir begehen jeden Tag diese Fehler. Jeden Tag. Ja. Ich begehe diese Fehler nicht mehr. Weil ich weiß das. Ich habe aus diesen Fehlern gelernt. Und du lernst aus Fehlern. Ja, ich habe schon so viele Fehler mitgemacht mit dieser Ernährung. Ja. Irgendwann kapierst du es dann endlich. Ja. Aber du musst diese Fehler begehen. Du musst diesen Fehler begehen, damit du auf dieser Ebene bist. Ja. Jetzt bin ich schon mittlerweile auf dieser Ebene, ganz oben. Da oben schon eine Himmelsebene. Ja. Hier oben im ganzen Himmel, ganz oben, ja, bin ich schon. Ja. Und du bist vielleicht noch hier ganz unten, ja, in der höllenden Erde. Ja, ganz unten tief. Ja. Ja, ja, da wurde auch jetzt so ein Experiment gemacht. Sehr interessant, ja. Ins tiefste Loch. Weißt du, was da sind? Geschreie. Wurde mal, habe ich in einem Video angeschaut. Umso tiefer du in die Erde gehst, umso mehr hörst du wirklich lebende Geräusche unten. Hörst du Seelen schreien. Die schreien. Ja, das heißt, da sind lebendige Menschen unten in der Seele. Seelen sind da. Keine Menschen, aber sind, sag ich mal, Seelen, die unter der Erde sind. Und die schreien da in der Hölle. Ja? Aber wenn du im Himmel bist, dann hast du die Göttlichkeit. Du bist frei. Du hast eine Luftatmung. In der Erde hast du keine Atmung. Du schreist jeden Tag vor Luft, vor Atemluft. Ja, ja, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ja? Das ist die Wahrheit. Ja? Deswegen verzehr Himmelsnahrung und du kommst hier nach oben. Verzehrst du Erdennahrung, Todesnahrung, Kochkostnahrung, gehst du hier in diese Erde weiter und weiter tiefer. Ja? Das heißt, wenn du deine Fortschritte richtig begehst, dann wirst du auch immer höher und höher fliegen. Wenn du aber falsche Schritte begehst, wirst du immer nieder und nieder fallen. Ja? Darum entscheide dich endlich mal für die richtige Nahrung oder für die richtige positive Einstellung oder für die richtige Denkweise, ja? Damit du endlich mal alles im Leben richtig machst. Ja? Ich weiß, du begehst noch immer sehr viele Fehler. Ja? Ich begehe auch noch immer Fehler, ja. Aber ich begehe nicht mehr diese
diese unnötigen Fehler. Ja, aber jeder macht Fehler, jeder Mensch macht Fehler. Ich bin auch nicht perfekt, ja. Aber wenn du es endlich kapiert hast, dann weißt du, wo du hingehst. Dann weißt du, in welche Richtung du hingehst und welche du läufst, ja. Und das wird dich dann auch in die richtige Zukunft bringen. Ja. Ja. Das war euer IDG von einem weisen Worten. Ja. Warum es so wichtig ist, mal Himmelsnahrung, Erdennahrung zu unterscheiden. Kochkostnahrung, Rohkostnahrung zu unterscheiden. Ja. Ich weiß, das ist viel Gesprächsthema. Eigentlich könnte ich da stundenlang reden, ja. Was es da eigentlich für ein Wissen gibt, ja. Aber ich halte mich heute mal kurz ein bisschen, ja. Und will dir nur erzählen die Fakten, damit du auch mal schneller auf die rohköstliche Weise, sag ich mal, oder auf die höhenden Weise kommst, ja, auf die fastenden Weise, ja. Dass du nicht jeden Tag was verzehren musst. Du musst nicht jeden Tag was essen. Du kannst auch trinken jeden Tag. Ja. Ja. Du musst nicht jeden Tag essen. Du wirst nicht sterben. Kann ich dir versprechen. Du wirst nicht sterben. Ja. Verspreche ich dir. Wenn du auch nur mal trinkst, wirst du das überleben. Ja. Wirst du überleben. Ich trinke manchmal Monate nur. Ja. Ich trinke jetzt schon seit Monaten lang. Ja. Monaten lang. Ja. Deswegen. Sei dir doch einfach mal bewusst, du musst nicht jeden Tag was verzehren. Ja? Ja? Es schwächt auch deinen Körper, Nahrung. Ja? Es schwächt deinen Körper, wenn du zu viel isst, erstens. Und wenn du die falsche Nahrung isst. Ja? Wenn du rohköstliche Nahrung isst, klar, kann es auch deinen Körper schwächen, wenn man zu viel verzehrt. Deswegen ist es halt immer wichtig, nicht zu viel verzehren. Da muss man halt aufpassen. Ja? Da muss man so ein Feingefühl haben. Ja? Dass man sich nicht zu belasten fühlt. Ja? Genau, wenn ihr diese Fehler und alle, sag ich mal, erdende Tipps, ja, zum Beispiel Himmelskost, sag ich mal, und eure positive Aura-Bewegung, eure Organe mit erdet, sag ich mal, mit dem Boden und allem Möglichen, ja, dann werdet ihr auch keine mehr Fehler begehen, ja, und dann werdet ihr immer weiter vorankommen. Immer weiter vorankommen. Ihr werdet neue Sachen entwickeln. Tolle Sachen. Ja. Jeden Tag. Ja. Ich erzähle euch hier jetzt nur einen einzigen Prozent. Ja. Weil ihr seht ja nur im Video immer die 1%. Aber ihr seht nie meine 99%, was ich noch anderes mache. Ja. Ist halt immer. Kann ich halt auch nicht alles dokumentieren, jeden Punkt. Ja. Dann würde ich auch halt nicht vorankommen. Ja. Deswegen, ich erzähle euch immer 1%. Was ganz wichtig ist, ja. Wahrscheinlich kommt es immer bei euch so rüber, wahrscheinlich, ja, der Junge ist echt geil, der ist echt geil, ja. Der erzählt echt immer tolle Sachen, so, ja, und finde ich immer sehr informativ, bringt mich auch weiter, ja. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das immer hilft, was ich euch erzähle, ja. Klar, für mich ist es immer sehr informativ, wenn ich anderen Leuten helfe, ja. Ich möchte halt gerne viele Leute treffen, ja, weil ich weiß, es gibt sehr viele Leute hier, die auch auf meiner Ebene so denken, ja, aber ich treffe diese Leute halt nie, ja, weil es gibt halt davon sehr wenige Leute in dieser Art und Weise, ja, die so denken wie ich oder auf meiner Ebene so sind, so ähnlich, ja. Darum wünsche ich mir halt mehr Leute, die auch endlich das kapieren, auch hier in dieser Region, ja, in der nähenden Region, in meinem Umfeld auch mal zu verstehen, was damit gemeint wird, ja. Genau. Euer ADG sagt dann Bye-Bye von der Doppelsprosse, natürlich von dem geilen schönen Tag und ich hoffe, euch haben die Tipps mal wieder ein bisschen geholfen, euch mal auf einen klaren Kopf, klaren Verständnis mal wieder zu bringen und euch mal wieder voranzubringen. Euer ADG sagt Bye-Bye, stay tuned.